Hallo und herzlich willkommen bei SwagTap. Lange wurde darüber spekuliert, vor wenigen Wochen wurde es dann endlich offiziell vorgestellt und nun ist es auch schon im Handel erhältlich. Die Rede ist natürlich vom Samsung Galaxy S4 Mini. Das wollen wir uns natürlich auch etwas genauer anschauen. Es gab sehr, sehr viele Anfragen für dieses Gerät und wir beginnen natürlich wie immer zunächst einmal mit dem Unboxing. An dieser Stelle geht auch wie immer ein Dank an getgoods.de für die Bereitstellung dieses Testgerätes. Ihr seht schon, wir haben hier wieder so eine umweltfreundliche Verpackung, wie man es zum Beispiel auch vom Galaxy S4 oder vom Mega 6.3 kennt, wobei wir hier anders als zum Beispiel beim Galaxy S4 direkt ein Bild von dem Gerät auf der Vorderseite sehen können. Wir sehen auch gleich schon, welche Farbe hier drinnen ist, nämlich weiß, denn es gibt das Gerät natürlich auch wieder in schwarz, ähnlich wie zum Beispiel das Samsung Galaxy S4. Ansonsten seht ihr hier Galaxy S4 Mini, selbiges an der Seite, also nichts Besonderes. Auf der Rückseite die wichtigsten technischen Daten, aber die werden wir im Laufe des Videos auch noch gut durchgehen. Ansonsten ist hier auch sehr vieles mit Sojatinte gedruckt worden, also alles extrem umweltfreundlich, wie man das kennt. Wir schneiden hier das Siegel durch und schon können wir den Karton anheben und den eigentlichen Star der Show sehen. Ihr seht es hier, das ist das Samsung Galaxy S4 Mini in der Farbe Weiß. Das schauen wir uns gleich noch etwas genauer an. Werfen wir erst noch mal einen Blick, was sich sonst noch so im Lieferumfang befindet. Natürlich das übliche hier, Quick Start Guide, Informationen zur Garantie, vermutlich auch noch zur LTE-Nutzung und so weiter. Aber das sind meistens eh die Sachen, die sich keiner durchliest. Auch das ist natürlich wieder sehr, sehr umweltfreundlich gehalten. Was finden wir ansonsten? Natürlich Aufsätze für das Headset, damit das Ganze auch in alle Ohrenformen hineinpasst. Das sind wieder die typischen In-Ear-Kopfhörer. Wenn das dasselbe Headset sein sollte wie beim Galaxy S4, kann ich euch gleich schon sagen, ist es ordentlich, recht viel mehr, aber auch nicht. Ansonsten natürlich ein Micro-USB auf USB-Kabel, ist hier weiß gehalten, passend zum weißen Gerät. Ich kann euch aber sagen, auch beim schwarzen Galaxy S4 Mini ist das Ganze wieder in weiß gehalten. Ist natürlich Geschmackssache und wird den ein oder anderen vielleicht stören. Passend dazu das weiße Modular und zusammen ergibt das dann euer vollwertiges Netzteil, mit dem ihr das Gerät aufladen könnt. Ansonsten, ihr seht es, wir haben hier nichts mehr drin, außer natürlich unseren Akku. Der hat eine Kapazität von 1900 mAh. Ihr seht das hier, ich halte euch das mal etwas näher vor die Kamera. Ist nicht besonders viel, ist aber auch nicht allzu wenig. Das war's vom Lieferumfang, mehr befindet sich nicht in der Verpackung. Wir wollen uns dann gleich noch das Smartphone etwas genauer anschauen. Das ist es also, das ist das Samsung Galaxy S4 Mini. Wir nehmen wie immer zunächst einmal die Folien ab. Wir haben vorne auf dem Display einen wieder mal mit den wichtigsten Marketingbegriffen und natürlich auch hier auf der Rückseite eine, damit ja nichts beim Transport beschädigt wird. Wenn man das jetzt so sieht, denkt man sich, ja, Mini, aber das kann man immer ganz schlecht beurteilen. Besser kann man das Ganze beurteilen, wenn man ein paar Geräte daneben hält, so zum Beispiel das ganz normale Galaxy S4. Und dann seht ihr schon, wir haben hier tatsächlich einen gewissen Größenunterschied. Also das Mini ist schon kleiner als das Galaxy S4, wobei natürlich manche sagen werden, das ist ihnen vielleicht immer noch zu groß. So von der Größe her jetzt mal, ohne das direkt für einen Größenvergleich machen zu können, aber ich würde sagen, das hat ungefähr die Abmessungen eines Apple iPhone 5. Was bedeutet das konkret? Wir haben hier 124,6 x 61,3 mm und es ist 8,94 mm dünn. Damit ist es nicht das dünnste Smartphone, aber es geht schon in Ordnung. Wobei wir hier beim Galaxy S4 nochmal eine etwas schmalere Linie haben, wie ihr das hier sehen könnt. Sieht meiner Meinung nach beim Galaxy S4, also dem größeren Modell, etwas besser aus. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Das Gerät wiegt dann mit eingelegtem Akku auch nur 107 Gramm. Das ist definitiv ein Top-Wert. Wir finden auf der Vorderseite ein 4,3 Zoll großes Super AMOLED-Display. Ist also nochmal im Vergleich zum Vorgänger um 0,3 Zoll größer geworden. Diesmal löst es mit QHD, also 960 x 640 Pixeln, bei einer Pixeldichte von 256 Pixel per Inch auf. Wir finden ansonsten hier oben natürlich wieder eine 1,9 Megapixel Frontkamera, die Hörmuschel sowie diverse Licht- und Annäherungssensoren und auf der Unterseite dann Samsungs typisches Tastenlayout, in der Mitte der physische Homebutton, links und rechts zwei touchsensitive Tasten für Menü und für Zurück. Schauen wir uns das Gerät auch von der Seite etwas genauer an. Ihr kennt dieses Spiel ja, denn der Rahmen sieht wieder so aus, als bestünde er aus Metall oder Aluminium, ist aber natürlich wieder ganz normaler Kunststoff.
Was mir ansonsten gleich auffällt, die Tasten bestehen hier wieder wie beim Galaxy S4 aus Metall. Beim Galaxy Mega 6.3 zum Beispiel war das ja nicht der Fall. Also das ist definitiv ein Pluspunkt für das Galaxy S4 Mini. Und die Lauter-Leiser-Wippe sitzt hier wirklich sehr, sehr fest, hat einen guten Druckpunkt. Ich denke, Samsung hat das nun endlich in den Griff bekommen. Das freut mich und bestimmt auch einige von euch sehr. Hier der Micro-USB-Anschluss sowie ein erstes Mikrofon. Außerdem der Power-Button, für den gilt eigentlich dasselbe wie für die Lauter-Leiser-Wippe, zumindest so vom Ersteindruck her. Ansonsten haben wir auch hier wieder einen Infrarotport, ein weiteres Mikrofon sowie den 3,5 mm Klinkenanschluss. Schauen wir uns das Smartphone von der Rückseite etwas genauer an. Was ist das für ein Material? Ja, ihr könnt es euch denken. Ist natürlich wieder Polycarbonat, überzogen mit Samsungs Hyperglaze-Verfahren, also glänzender Kunststoff. Klavierlackoptik hier schön in weiß gehalten und wir haben auch wieder diese ganz kleinen Punktchen hier, die wieder nur bei einem entsprechenden Winkel zum Vorschein kommen. Ich denke, jetzt kann man das einigermaßen erkennen. Also designtechnisch sieht es eigentlich wirklich 1:1 aus wie ein kleineres Galaxy S4 eben. Wir finden auf der Rückseite natürlich die Kamera, die hat eine Auflösung von 8 Megapixeln, eine Foto-LED, das Samsung-Logo sowie hier den Ausgang für den Lautsprecher. Und ja, ein riesiger Vorteil von Samsung-Smartphones, ich kann es nur immer wieder sagen, ist natürlich, dass man die Rückseite abnehmen kann. Für viele ist das immer noch sehr, sehr wichtig, geht absolut problemlos. Und ihr seht auch, das Ganze ist wieder dasselbe Material, das wir eben schon kennen. Was kommt zum Vorschein? Natürlich hier der Einschub ganz normal für die SIM-Karte, außerdem ein Einschub für eine MicroSD-Speicherkarte. Der 8 GB große interne Speicher kann erweitert werden, wobei wenn hier wieder so viel besetzt ist ab Werk schon wie beim Galaxy S4, haben wir das auch bitter nötig. Weitere Infos dazu gibt es dann natürlich im Review. Ja, ich würde sagen, wir legen den Akku jetzt gleich mal ein. Wie gesagt, er hat eine Kapazität von 1900 mAh. Das ist jetzt nicht wenig, aber wenn wir uns zum Beispiel überlegen, dass ein LG Optimus L7 II, das hier in einer ähnlichen Klasse spielt, schon einen 2460 mAh starken Akku hat, ist das meiner Meinung nach etwas wenig. Da hätte Samsung ruhig etwas mehr Wert auf die Kapazität des Akkus legen können. Wir klipsen hier die Rückseite wieder drauf und dann wiegt das Gerät natürlich auch wirklich diese eben schon erwähnten 107 Gramm. Und ich würde sagen, wir schalten das Ganze mal ein, betätigen für ein paar Sekunden den Powerbutton, während es hochfährt natürlich wie immer die restlichen Daten. Wir haben ja als Plattform Android 4.2.2 Jelly Bean mit der hauseigenen Touch with Nature UX. Ansonsten als CPU den Qualcomm Snapdragon 400, eine Dual-Core-CPU, entschuldigt, mit 1,7 GHz je Kern. Unterstützt wird das Ganze von 1,5 GB Arbeitsspeicher und, das finde ich lobenswert, wir haben auch hier wieder LTE, also Long-Term Evolution, zur mobilen Datenübertragung, maximal 100 MB die Sekunde im Download und maximal 50 MB die Sekunde im Upload. Leute, das war auch schon wieder das Unboxing des Samsung Galaxy S4 Mini. In den nächsten Tagen folgen natürlich zahlreiche Videos zu diesem Smartphone. Es wird einen Benchmark-Vergleich geben. Es wird ein Gaming-Video geben und natürlich auch ein finales Review. Ihr seht hier nochmal einen kurzen Größenvergleich zwischen den beiden und dann sieht man auch wieder ganz gut, warum das Ganze Mini heißt. In diesem Sinne hoffe ich natürlich wie immer, das Video hat euch gefallen. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.